Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind hier noch im Schloss Radcliffe. Wir sind, inzwischen ist die Gruppe größer geworden. Liliana ist dabei. Man kann sie zwar nicht sehen hier links, aber sie kämpft mit. Und wir suchen immer noch Alexius. Da ist sie. Den Magister. Ja, mit dem Bogen. Da ist noch ein Topf. Ah ja, da war die Rüstung, die... Ja, wir haben die verschmäht. Wir müssen auch verschmähen, Ali, weil wir nur wenig Platz haben. Ja. Ach, wer bist du denn? Tja, findet man hier häufiger. Skelette. Ach so, ja, hier sind wir hergekommen. Hm. Hä? Weiß ich nicht, auf jeden Fall sind wir doch hergekommen. Ja, und? Ach so. Ja, schon gut. Das Zimmer hat zwei Türen. Hm. So, hier kommt man natürlich nicht durch. Ey, das ist ganz schön groß. Ist ja verrammelt. Wenn du auf der Treppe stehst. Ah. Das klingt, als wäre hier schon wieder ein Riss. In der Nähe. Ja. Aber Tränke auf Felix. Was ist aus Felix geworden? Wisst ihr das vielleicht? Ja, das weiß ich. Und ihr wollt es mir nicht erzählen? Ihr werdet es noch früh genug herausfinden. Geschwätzig ist sie nicht gerade. Nö, war sie noch nie, Liliana. Nee. Ja. Du kannst das trinken, dann kannst du nochmal auffüllen, oder? Ah ja, das lohnt sich. Ach, lohnt sich eigentlich nicht, durch. Nö. Vielleicht müssen wir zurückkommen. Vielleicht brauchen wir auf dem Rückweg. Vielleicht alles klar. Sind wir froh, wenn da noch ein volles Schon Lager überzeugt. Rumsteht. Komische Geräusche. Ja, ja. Das klingt unheimlich. Alles nicht so richtig gut. Ach Mann, der arme Al-Imen. Obwohl, nee. Och nee. Al-Imen würde das ja so gar nicht sehen. Da ist ein Leuchtgriff drin. Nehmen wir mal mit, weil ich meine, immer noch. Das ist irgendwo schon eine Sache mit der Zeit. Da hatte gerade Al-Imen, wenn er das sieht, wie es hier aussieht. Aber es wird ja wohl nicht ganz so schlimm aussehen, wenn wir damit fertig sind, oder? Hoffentlich. Nee, dann ist er ja vermutlich noch im ursprünglichen Zustand. Einigermaßen ursprünglich. Bevor Alexis eingezogen ist. Nee, oder als er gerade eingezogen ist. Als er gerade eingezogen war, ja. Genau. Oh, dahinter wird es aber sehr rot. Hä? Dann würde ich nochmal speichern. Ja. Ich meine, vom Level hier ist es ja nicht sehr hoch. Ja. Wir sind ein bisschen spät dran, wir hätten früher hingehen können schon. Aber wir machen dann anschließend gleich im Hauptquest ja, weiter. Ja, ich dachte, das wäre Und da brauchen wir den auch den höheren Level. Wo sind die denn? Mann, so ja, kommen wir gar nicht ran an die. So. Das finde ich jetzt aber nicht gut. Da haben wir Kämpfer kommen. Hä? Ja. Geht mal wieder nicht. Wo bist du denn eigentlich? Ach, du bist hier hochgelaufen. Ja. Da sollst du noch dahin. Wo sind eigentlich unsere Freunde? Ach, die stehen da hinten, wo die anderen vielen sind. Ja, ich kann es verstehen. Bist du halt allein im Weg. Ich glaube, du hattest schon recht mit deiner Vermutung, dass du nochmal nachtanken musst vielleicht. Wer steht denn hier so sinnlos in der Gegend rum? Liliana. Liliana, was ich glaube, die machst hat geschossen, denn? Als du da mit denen gekämpft hast. Könnte ich mir vorstellen. Aber hier kommst du nicht selber rein. Nee. Shit, aber auch. Wie kommt man denn da hin? Aufpassen, hinter ja, dir. Ja, ich hab's gerade gesehen. Genau, weg mit dir. Da ist doch einer. Julian. Oh. Ich hoffe, er trinkt. Hast du ihn da nicht schon eingestellt? Weiß ich nicht. Mach erstmal den Riss kaputt, aber dann guck ihn dir an. Ja, der kann was trinken. Wir wissen ja, da hinten ist was. Denn wir hatten ihn ja bisher noch nicht dabei. Nee. Kann sein, dass der noch auf 30% steht. Ja.
Und das haben wir ja festgestellt, ist ziemlich knapp da. Da kann er schon tot sein. Kippen sie öfter mal aus dem Latschen, bevor sie soweit sind. Vermutlich finden wir Alexios dort. Ja. 7 Gold, gut. Eine rote Lilie. Was in Andrastes Namen ist das? Passt gut darauf auf. Ich möchte es mir später genauer ansehen. Okay, gut. Machen wir. Kannst du. Darfst du. Die zählen auch, oder? Ja, das ist das Blöde. Die Sachen für Minev zum Untersuchen, die Trophäen, die zählen leider auch zu den Wertgegenständen und damit zählen sie zum Inventar. Summit zählt nicht dazu. Nee, davon Werkstoff können wir so jede nicht. Menge kriegen. Hä? Jedenfalls, wenn es nach mir geht. Beim Atem des Erbauers. Wo hat Alexios denn die aufgetrieben? Und wie hat er sie überhaupt hier reinbekommen? Können wir sie öffnen? Vielleicht, aber sie sieht ziemlich stabil aus. Wie verzweifelt und wahnsinnig ist er eigentlich? Ja, der ist wirklich wahnsinnig. Wie auch immer. Er muss etwas essen, also müssen seine Diener auch irgendwie hindurchkommen. Sehen wir uns um. Okay. Ja, da haben sie ja da beschrieben in diesem Tal, in der Tagebuchseite. Eine von 5 roten Lyriumscherben. Und wir haben aber erst eine gefunden. Also fehlen uns noch 4. Ja. Dann werden wir uns umsehen müssen, ja genau. Ja. Was Florian schon sagte. Ach, das ist die Tür. Mann. Hier war es so duster. Ich hoffe, es hat sich alles gelohnt. Alexios, alles für deinen Sohn. Tja. Okay, dann gehen wir mal hier nach. Andere zu opfern, damit sein Sohn überleben kann. Tja. Wir haben gerade gesagt, vorhin. Oh, guck. Na, hey, gut. Halt. Naja, egal. Wir hätten ja noch andere trinken können. Ja, genau. Ja, klar. Erik. Ich trink ein. Und Berg trinkt ein. Wir lassen uns jetzt voll laufen. Also wir hatten mich uns unterhalten, Pepe und ich, so hier in der Pause. Wir machen immer 2 am Tag. Ja. Und dann, dass im Grunde genommen eigentlich Alexios alles für seinen Sohn tut, aber im Grunde eigentlich für sich. Im Grunde ist er ein Riesenegoist. Ja. Weil sein Sohn garantiert nicht möchte, dass so viele seinetwegen sterben, sondern damit es ihm einigermaßen, damit er überlebt. So haben wir ihn ja nicht kennengelernt. Felix hat sich schon damit abgefunden, ja, nicht dass nur er das. Stirbt. Er wird auch nicht wollen, dass andere, so viele andere darunter leiden müssen. Ja. Also, das ist eine Sache. Das ist also keine Entschuldigung. Kann ich nicht gelten lassen von Alexios. Nee. Versucht, den Verzauberer auszuschalten. Ja, werden wir gut tun. Müssen. Wenn wir wissen, wer der Zauberer ist. Ja. Und der mehrere da. Gucken. Wow. Lyriummännchen, ne? Da ist der Bindungsmagier. Ja. Okay. Setzen wir eben gleich mal ein bisschen Feuer unter. Sie dürfen nicht die Treppe raufkommen! Au, au, kommt da denn? Au. Ab durch die Mitte heißt die Devise. Nein, du kannst. Ah, könnt vor lachen, ja, ja. Oh shit, aber auch. Ich könnte mir was zum Lesen mitnehmen. Also Dorian, war cool, hä? Ja. Unser neuer Freund. Aber naja, wir brauchen jede Menge Geld, aber... Das wiegt zum Glück nix.
Ja, und jetzt sind wir wieder voll. Mann! Das war ja absehbar. Ich schätze, du musst mal deine blöden Accessoires ran. Und musst allen Leuten, wenn die aufheben, mir das Ringe geben, egal ob sie die brauchen oder nicht. Zum Beispiel, dann fallen sie nämlich auch nicht ins Gewicht. Genau, wir gehen hier mal ran und gucken. Gitter hat zwei Sachen an, Dorian hat nichts an. Gürtel. Die kann er nicht. Ja, nur Gürtel. Ja, die Ringe kann er nicht. Nee, ist klar, ist nicht für Magier. Was soll's? Ja. Varric ist voll bestückt. Cassandra ist voll. Und schon sind wir durch. Na gut, dann gucken wir, welche wir nicht brauchen. Stachelfalle brauchen wir bestimmt nicht. Ja, der kann weg. 2000 Schnitte haben wir eins. Zwillingsfangzähne, Kräfte sammeln. Haben wir zwei. Kräfte sammeln ist doppelt, einer weg. Ja. Gegenangriff, Klingenwirbel, Kriegsschrei, Schildschlag, Todesschlag. Ja. Stellenweise kann man ja auch unglaublich. Doppelt. Ja, weg. Wir haben einen Ansturm, auch weg. Okay, haben wir hier ein bisschen was raus. Tja, wir haben kein Amulett und keine Ringe, die er tragen kann, also. Ja, kann man es ändern. Von der Idee her gut, aber leider Gottes hat es uns nicht gebracht. Nicht großartig was. Also dann geh in die Dinger und schmeißt sie und verkauft die. Zerstör die. Pläne, die wegen sowieso nichts. Nee. Mann. Guck mal doch. Nee. Level, also komm. Er hat keinen anderen, kann keinen anderen tragen. Na, der kann weg. Der kann weg, würde ich auch sagen. Den würde ich auch wegpacken. Auch weg. Ach, die auch. Weg. Das ist nur so eine Konari-Streitachs weg damit. So. Nee, da ist noch ein blauer Dolchgriff drin, den will ich doch ganz gern behalten. Na, also Wertgegenstände, musst du dann wieder... Hast du die schon alle zerstört? Nee, ich habe sie gleich zerstört und gar nicht erst... Ach so, gut. Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Ja, das war blöd vorhin. Ja, das machst du automatisch, ist ja auch klar. Ja, naja, war ja nicht weit. Ist ja nicht weit gestolpert, könnte man eigentlich sagen. So, hier sind wir reingekommen. Geht's hier noch irgendwo weiter? Nein, es geht hier nicht weiter. Zack, sei es ein bisschen tiefer, aber macht ja nichts. Ja, ja. Das muss ich aushalten. Genau. Hops mal ein bisschen. Ja, die müssen wir mal halten. Pläne. Die Pläne müssen wir nicht. Immer behalten. Die zählen nicht, das ist Ach, gut. Die zählen nicht? Ach, wie schön. Danke. Pläne zählen nicht. Das ist gut so. Oh, das ist auch noch ein Plan. Ja, her damit. Nur Pläne am besten. Dann basteln wir uns das Zeug selber. Pepe ist ja so ein großer Bastler vom Herrn. Ah ja, man macht schon ganz tolle Sachen. Ja, das gehört auch dazu, zum Spiel. Also ich meine, ja, das scheint wer es gerne macht. Zu sein, weil Leute, die mögen das hier wohl nicht. Was meintest du? Ich meine, es gibt ja Leute, die machen, die basteln die nicht gerne, die nehmen die Sachen, die sie da halt kriegen, und ist ja auch gut. Ja. Weil da gibt es gute Gegenstände im Allgemeinen. Was ist hier passiert? Findet Alexios, das ist alles, was zählt. Okay. Tja, Redcliffe sieht gar nicht mehr Kannst gut du noch mal speichern? Aus, ne? Die Tür scheint zu sein. Hm. Nee, Redcliffe sieht immer gut aus. Die ist zu. Haben sie erfolgreich zerstört. Ja, da ist nicht mehr viel übrig. Aber dafür gibt es viel rotes Licht. Sie haben uns nicht gesehen. Wir könnten sie überraschen. Ja, das wäre gar nicht schlecht. Ja. Ja. Bist du denn da? Ja. 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 Ja.
Hast du mal wieder? Nein, ich wollte den Zauberer suchen. Ach so, ja, dann kommst du. Verstehe. Ein Eiferer, noch ein Eiferer. Also auf diese wunderbare Eiferer, da hinten taktische steht Übersicht. Da. Ja. Aber ich habe leider im Moment nichts. Aber ich weiß jetzt, wo er steht. Hm. Ich komme auch nicht durch erstmal. So, scheiße. Brutzeln sollst du, brutzeln. Tut mir leid, wenn wir euch beim Essen gestört haben. Ja. Dorian ist gut drauf, dem scheint das Spaß zu machen, ne? Sammelt, ja, solche ja, Sachen ist, können ist, wir ist, brauchen, gut gelungen, die ja. zählen nicht. Mhm. Ein bisschen Gold kann man auch immer brauchen. Ah, 3 von 5. Dorian sieht irgendwie aus wie so ein altmodischer Schauspieler. Irgendwo einer aus den, weiß ich nicht. Ja, aus den 20er, 30er Jahren. Ja, so ne? ungefähr, ja. Und einer, der schon mal Robin Hood gespielt hat. Wow. Oder so romantische Figuren irgendwie. Werk vor. Öffnen. Spezialwerkzeug. Unser Spezialwerkzeug ist Werk. Werk, aber er kann noch nicht. Die ganz speziellen Sachen kann er noch nicht. Kommen da welche? Wo sind die? Ich sehe hier nichts. Und die stehen etwa so wie du auch. Ah, oder irgendwo hier drin. Könnte das sein. Kann natürlich auch sein. Ah, was ist das denn? Tja, ich würde sagen, früher waren es mal alte Weinfässer. Jetzt ist es wahrscheinlich irgendwas ganz anderes. Ah, ich würde sagen, Plan. Wieder ein Plan. Gut. Und jetzt ist Schlagen. Das Spezialwerkzeug von Cassandra gefragt. Ja. Da sind sie. Ja. Barrick hält sich mal wieder vor dem Tür. Ja, Leute, da kann er nicht durch die Tür. Aua. Aua. Hat er mich aber voll erwischt, der Misthund. Ja. Und ich putze schön. Naja. Ist doch keiner mehr da. Ach, dahinter sind wieder welche. Ja, da kann man ja wieder ein bisschen naja. Dagegen treten. Ach, so ein schönes Bücherregal. Oh, nee. Lass mal. Man muss sich auch bescheiden können, nicht? Ja, aber diesmal stelle ich mich warte mal, ein bisschen mal was, irgendwas, was war denn links, irgendwas? Ich hab nichts gesehen. Ach so, da war da ist eine Tür. Mhm. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier durch. Okay. So, einmal aufmachen bitte. Aha. Ja. Dorian, mach auf Cassandra. Hat er doch schon mal. Ah, ich hab sie erwischt. Oder er? Nein, er hat sie schon vorher erwischt. Ah, das ist die beiden, also sich selbst und Cassandra geschützt und du hast ja. Derek und Liliana können was nicht wissen. Nochmal sammeln. Oh. Aber sag mal. Hier ist was zu lesen. Mhm. Nutzen die wirklich so als Versuchskaninchen, oder? Ja, sie ziehen ja das rote Lyrium ja. mit den Versuchspersonen. Ja. Oh, ich hab gar nicht mehr weitergelesen hier. Die Nütze.
Liliana, die Arme, ja? Nützlichste Quelle für resistentes Blut und Haut. Toll. Da kein Wunder, dass sie so aussieht, Liliana, aber, oder? Sag mal. Da ist das. Aber hier ist doch noch, habe ich was übersehen. Ganz offensichtlich. Was suchst du denn? Achso, ja, wir brauchen ja diese Dinger hier, diese Scherben. Nebiumscherbe habe ich ja übersehen. Gerade noch gemerkt. Eine fehlt uns jetzt noch. Musst du echt aufpassen. Ja. Eine kleine Scherbe kann man leicht übersehen. Ja, das lass mal liegen, haben wir gesagt. Die Rüstung war nicht nach unserem Geschmack. Hier ist nichts mehr. Na. Dann gehen wir weiter. Etwas verwirrend das Ganze. Ja, wir machen auch Schluss. Bevor die Verwirrung noch größer wird. Na gut. Da steht sie nur im Dunkeln unserer Helden. Ich denke mal, das nächste Mal werden wir auf Alexis stoßen. Es sei denn, wir schaffen es nicht, diese andere Scheibe noch zu finden, die rote Lyriumscheibe. Aber ich denke mal, das schaffen wir schon. Die müsste sich finden lassen. Genau. Okay. Bis dann. Bis dann, ja. Ciao. Tschüss.